Moin moin, was geht ab und ein herzliches Willkommen zu 360 Grad. Ihr wisst Bescheid, es ist das Format, in dem wir euch verschiedene Studiengänge, Studienformen und Ausbildungen vorstellen. Und ich habe meinen heutigen Experten bereits neben mir sitzen, und zwar den Emanuel. Ja, hi. Du schnürst also den Doppelpack und bist jetzt zum zweiten Mal am Start als Experte, nachdem du bereits im Ausbildungsvideo als Experte hier warst. Und da haben wir bereits erfahren, du machst eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Das ist richtig. Und genau darum soll es heute auch gehen, nämlich um eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten. Lass uns einfach mal loslegen und hau mal raus, was so die Rahmenbedingungen in deiner Ausbildung sind. Also die Rahmenbedingungen meiner Ausbildung sind eigentlich ganz einfach. Wir haben alle 3 Monate ein neues Amt zugewiesen. Das heißt, du kommst in verschiedene Bereiche in dieser Ausbildung. Da gibt es Personalamt, das Jugendamt, das Sozialamt. Also ganz, ganz viele Bereiche, die man dort kennenlernen kann. Allgemein hat man 3 Monate Blockunterricht im Jahr dazu, aber auch nochmal 2 Tage die Woche Schule außerhalb dieses Blockunterrichtes. Das heißt, man hat beide Systeme der Ausbildung dort drinne, sowohl das, wo man halt jede Woche zur Schule geht, als auch das mit dem Blockunterricht. Das ist einfach, weil man sehr viel deutsches Recht lernen muss in verschiedenen Bereichen und deswegen halt eben dieses doppelte Schulsystem dort existiert. Allgemein sind es einfach Büro- und Verwaltungsaufgaben, die dann halt je nachdem, in welchem Amt man sitzt, auch wechseln. Man hat aber auch teilweise Außendiensttätigkeiten, wie zum Beispiel beim KOD, beim Ordnungsdienst. Dort geht man halt auch mal auf die Straße, geht mal kontrollieren oder sowas. Beim Bauamt geht man mal auf eine Baustelle und guckt sich das alles an. Das heißt, man sitzt nicht nur den ganzen Tag im Büro, sondern hat auch mal ein bisschen was anderes zu tun, was auch immer ganz gut ist. Also da hat er jetzt schon einiges drin gesteckt, aber ganz grob vielleicht zusammengefasst noch, was sind denn wirklich die wesentlichen Inhalte auch in der Ausbildung? Die wesentlichen Inhalte beschränken sich eigentlich auf das deutsche Recht, also Rechtsanwendung. Man muss ja immer in der Verwaltung aufgrund des deutschen Rechts, aufgrund der Paragraphen, der Gesetze arbeiten. Dementsprechend gibt es dort viel, auch was man damit anwenden muss. Man muss immer viel beachten. Und das ist halt eben ganz spannend daran, dass man auch immer gucken muss, was ist mir jetzt erlaubt als Verwaltungsfachangestellter, was muss auf eine andere Stelle übertragen werden, also diese Zuständigkeit zum Beispiel auch. Und dementsprechend muss man da einfach sehr viel anwenden. Alles klar. Dann neben diesen Rahmenbedingungen und den Inhalten ist natürlich etwas, was alle immer brennend interessiert bei der Entscheidung, wie es um die beruflichen Chancen nach der Ausbildung steht. Wie sieht das denn da in dieser Ausbildung aus? Ja, da haben wir das Glück im öffentlichen Dienst, dass wir einen Tarifvertrag haben und in dem ist tatsächlich verankert, dass man bei bestandener Prüfung übernommen werden muss. Das heißt, man hat eine Übernahmegarantie, ob es dann teilweise je nach Stadt nur für ein Jahr ist oder halt eben unbefristet. Das kommt immer darauf an, wie auch das Ergebnis ist und die persönliche Eignung natürlich. Das macht sich auch von den Bewertungen abhängig, die man vor jedem Amt nach dieser Zeit, nach diesen 3 Monaten bekommt. Ja, deswegen Übernahmepflicht ist auf jeden Fall da. Was natürlich auch sehr stark davon abhängig ist, wie letztendlich deine Ausbildung läuft, ist, wie es dann später im Beruf mit dem Money aussieht. Was kann man denn da sagen? Ist natürlich, wie gesagt, sehr abhängig davon, wie es läuft, wie du in den Beruf einsteigst. Aber gibt es da eine grobe Zahl, die man irgendwie nennen kann? Das kann man sogar sehr, sehr gut sagen. Durch den Tarifvertrag haben wir auch hier feste Zahlen für die Löhne. Wir haben nämlich verschiedene Entgeltgruppen. Das heißt, je nach Stelle, worauf der man dann später sitzt, hat man ein bestimmtes Entgelt, die man halt einhalten muss, die Stelle halt einhalten muss. Und das ist immer nach Stelle unterschiedlich. Natürlich, wie viel ist zu arbeiten, wie sind die Aufgabenbereiche generell. Dann haben wir hier, sage ich jetzt einfach maximal, die Entgeltgruppe 8, die man erreichen kann. Das sind 2.910 bis 3.588 Euro. Das ist dann nämlich immer so aufgeteilt, wenn man auf einer Entgeltgruppe sitzt, zum Beispiel auf der EG8-Stelle, dann hat man halt am Anfang 2.910 Euro und jedes Jahr kommt dann ein bisschen mehr dazu, dass man ein bisschen mehr aufsteigt, bis maximal 3.588 Euro. Das ist doch ein ziemlich genauer Rahmen. Ich denke mal, bei vielen anderen Sachen ist es nicht so klar, wirklich dann auch datiert, was das angeht. Wie sieht das denn aus mit den Voraussetzungen für diese Ausbildung? Jetzt sowohl fachlich gemeint als auch persönlich. Was sollte man mitnehmen, wenn man diese Ausbildung anstrebt oder anfangen möchte? Fachlich muss man sagen, dass auch jede Stadt dort selber entscheiden kann. Manche schreiben es schon nach mit einem
Hauptschulabschluss aus. Die Stadt Ratingen in meinem Fall schreibt es dieses Jahr mit der Fachoberschulreife aus, das heißt für den normalen Realschulabschluss. Persönlich muss man sagen, dass man eine sichere schriftliche sowie mündliche Kommunikation können muss, weil man halt eben viel mit Bürgern arbeitet und auch viel mit ihnen in Kontakt steht, sowohl schriftlich als auch mündlich, dass man da einfach ein gutes Deutsch am Tag legt und dort einfach auch sich gut ausdrücken kann. Sowohl muss man aber auch natürlich Interesse für halt eben Rechtsanwendung haben. Wenn man also von vornherein sagt, oh Paragraphen, damit kannst du mich jagen, dann ist die Ausbildung vielleicht nicht was für einen, weil man halt sehr viel mit dem Gesetz arbeiten muss. Alles klar. Dann sind wir fast durch. Hast du vielleicht zum Schluss noch irgendwelche klugen Ratschläge oder Tipps für diejenigen, die sich vielleicht schon in der Ausbildung zu einem Verwaltungsfachangestellten befinden oder die sich entscheiden gerade, ob sie das machen wollen oder nicht? Ja, man muss immer den Bereich auch sehen, dass man halt viel zu sehen hat dort, dass man viele verschiedene Ämter sieht, dass man teilweise, wenn man jetzt schon in der Ausbildung ist, gibt es natürlich auch Ämter, die einem nicht so gefallen wie andere. Da muss man einfach selber auch wissen, möchte man lieber mit Jugendlichen arbeiten oder halt eben im Sozialamt mit, sag ich mal, Asylbewerbern. Oder möchte man einfach nur was Internes machen, wie halt eben Personalamt, wo man sich halt wirklich nur um das Personal der Stadt halt kümmert. Und allgemein kann man einfach sagen, wenn man auf der Suche ist nach einer Ausbildung, wie ich es auch schon im letzten Video gesagt habe, Praktika sind da immer der beste Weg. Da bieten auch viele Städte etwas an. Oder man geht halt auch mal hin und macht ein FSJ, ein Jahrespraktikum oder was auch immer bei einer Stadt, um halt da auch schon mal ein bisschen reinzufühlen, wie sind die Verwaltungsabläufe und wie wird das alles da gehandhabt. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, dass du den Doppelpack geschnürt hast. Sehr, sehr gerne. Und zweimal der Experte warst. Ich bin mir sicher, es war nicht das letzte Mal, dass du in einem Video hier mit am Start warst. Ja, hoffentlich. Und ich wünsche dir auch bei deiner Ausbildung weiterhin viel Glück. Vielen Dank. Und wir hoffen natürlich, wie immer, dass wir euch ein wenig helfen konnten mit diesem Video, vielleicht bei eurer Entscheidungsfindung helfen konntet. Und ihr könnt gerne in die Kommentare Anmerkungen schreiben oder Vorschläge für weitere Videos in diesem Format. Und dann bleibt nicht mehr zu sagen, als es ist euer Weg, es ist eure Entscheidung. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Video von 360 Grad.